Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu Eurotruck Simulator 2. Ja, wen habe ich denn alles im Schlepptau? Boah, ich würde sagen, wir fangen mal bei Herrn Babbel alles. Babbel Hannes. Ich habe den Namen vergessen. Oh je. Also der Der ist Babbel in die Hannes Ecke ist hier. dabei. Das klingt ja Der gut Hannes, an. der babbelt. Genau. Dann haben wir den Lord Term. Jo, der ist hier, hallo. Hi. Dann, was ist das denn? Real Locutus? Jo, hallo Freddy. Ganz ein Unbekannter. Ganz Unbekannter. Und natürlich der Darcy. Jo, hallo. Das ist herrlich, wie der So. so tut, als hätte er das alles zum ersten Mal gelesen. Idiot. Warte mal, so. Moment. Gut, fahren wir weiter, würde ich sagen. Ich Ja, weiß schon. mal den Warnblinker hier aus. Wie meine Leute gerade sehen, habe ich mitten Gehen auf wir der denn Autobahn hier? gestanden. Oh, das macht nichts. Was habe ich immer gesagt? Das biologische Papa. Was denn? Die haben da links genug Platz zum Vorbeifahren, so geht das. Also war gerade schon amüsant hier zu sehen, wie sich gerade einer die Leitplanke gepellt hat. Das Oh, hat die jetzt will KI mich noch einer nicht fertig gebracht, überholen. nee. Nee. Das zieht man nur im Aber weil es so lustig Multiplayer-Modus. ist, Also der ich blende euch Multiplayer-Modus macht mal schon eben, Spaß. blende euch jetzt gerade mal hier das Bild ein, wo der sich reingepellt hat. Könnt ihr mal sehen. Können wir nicht, weil. Ja, gut, höchstens dann muss bei dir gucken. Das war Sinn und Zweck dahinter, Lord. Ja. Mhm. Der wollte unbedingt uns dazu zwingen. Nee. Nee. Er würde es nie zugeben, dass sie. Stimmt. So. Ups. Erstmal diesen Scheißrahmen von dem Navi wieder entfernt. War schon wieder viel zu schnell. Ja, was ist denn jetzt? Ich versuche Nur gerade so langsam 90 auf auf der der Autobahn zu Linkspur. fahren. Upsala, Du? Hilfe. Bist du krank, dass du nur so langsam fährst? Ja, scheinbar. Es ist schon sehr langsam. Sag mal, der Lukudus ist ja ein wunderbares Thema. Hatte ich das? Was? Ja. Langsam fahren. Langsam fahren. Das war Das jetzt ein neue Thema gar nicht mehr, Punktesystem. auch nicht schlecht. Ja. Okay. Dankeschön. Musst du wieder reinfahren. Bei Freddy ist heute Unfalltag. Mehr mit so Da ist. realen Menschen auf einem Server, die nur Blödsinn zusammenfahren. Ja. Er ist mir hinten reingeknallt. 64% Schaden, Trailer 12. Toll. Du nimmst alles mit heute. Motorfehlfunktion. So, nochmal in die Namensliste gucken. Und gleich melden solche netten Zeitgenossen. Genau. Ja, das habe ich ja auf Video. Fährst du Das denn ist nur im ja alles Video kein so? Problem. Nee, ich bin gerade, musst du dir vorstellen, auf der Mitte war einer im Weg. Ich wollte dann links, so zum Blinker und so weiter alles. Und das Geile ist, der ist nicht zur Seite gewichen, der ist auch noch in meinen LKW reingezogen. Ja, das Ist ist doch doch nett. schön. So macht das Spielen doch richtig Spaß. Ja, Ah. genau. Ja, manchmal frage ich mich, wie fahren denn die Leute im wirklichen Leben? Ja, wahrscheinlich haben die keinen Führerschein im wirklichen Leben. Muss ich gerade sagen, die haben wirklich einen Ja. Führerschein. Oder sie haben kein wirkliches Leben. Oder Oder so. ja, das könnte auch noch der Fall sein. Vielleicht beides. Ja, Aber dann können wir ja apropos. jetzt doch zu dem Thema zurückkommen, weil wir gerade bei wirklichem Leben sind oder Das ist. virtuellen Leben, Ja. bei einer virtuellen Spedition. Für die Leute, die kein richtiges Leben haben, die nehmen sich Ja. dann ein virtuelles. Genau. Ja, war wer von euch schon eine virtuelle Spedition? Oder Ich? virtuellen Ja, hier, Unternehmen? ich. Ich noch nicht. Bei Ich auch Adi. nicht. Bei Adi war ich in der Spedition. Okay, wollt ihr was drüber erzählen? Was? Wie war's? Wie hieß der? Naja, er hat halt auch Mods zur Verfügung gestellt, die er uns dann nochmal runterladen lassen hat. Und wir sind dann halt als Subunternehmer, hat das immer genannt, für ihn gefahren. Das heißt, er hat euch die Aufträge zugeteilt, oder wie? Nö, die haben wir uns selber gesucht.
haben unser Geld verdient. Danach, Monatsende, haben wir unser Profil bei ihm hochgeladen. Und dann gab es was Schönes. Er hat sich das Geld abgezogen, logisch. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das denn erklären soll. Ja, also ehrlich gesagt, mir erschließt sich der Sinn einer virtuellen Spedition nicht wirklich. Da sie eine virtuelle Spedition hat keinen Sinn. Ja. Es geht das nur ist um einfach nur Just for Fun fahren, genau. Es geht nur um den Spielspaß. Und dass du halt ab und zu mal ein bisschen was gekriegt hast mit dem. Ja gut, aber ich sag mal einfach, warum bei diesen ganzen du Arschloch, Sir? Bei diesen ganzen Vorschriften und sowas. Weiß ich nicht, da geht mir eigentlich eher der Spielspaß. Naja, es ist nicht ganz so schön gewesen, dass man halt so viel Vorschriften hat, ja. Aber er war immer der Meinung, dass wenn wir Fremdmods verwenden, dass dann seine Zusammenstellung nicht mehr richtig funktionieren würde. Hm. Ihr wisst ja, wie der Adi ist. So. Ja, naja, gut. So. Eigen in der Hinsicht. Aber es ist ja sowieso generell die Frage, was mit den wie so virtuelle Speditionen, ja, wieso man sowas tut, ja. Ja. Ich wollte es halt mal probieren, das war eigentlich mein ganzes. Ja, gut, wem es gefällt. Aber jetzt habe ich gar nicht mehr die Zeit, jetzt habe ich gar nicht mehr die Zeit dafür. Ja. Wie gesagt, wem es gefällt, soll es ja auch machen. Nur mir persönlich erschließt sich das Ganze nicht, weil wenn das ein Multiplayer-Spiel ist, ist es vielleicht noch irgendwo verständlich oder sinnvoll. Aber da ETS zurzeit oder bis jetzt immer noch eigentlich ein Singleplayer ist, erschließt sich das wirklich für mich nicht mit diesen Speditionen. Darcy, was glaubst du, wie viele da draußen sind, denen sich der Sinn unseres Spiels allgemein nicht erschließt? Ja, gut. Und an einem Lenkrad oder an der Tastatur sitzen und irgendwelche LKWs durch die Landschaft gehen. Ja, gut, aber das ist ja bei allen Spielen so. Es gibt genügend Leute, die auch sagen, warum laufe ich da mit einer Waffe durch die Gegend bei Shootern? Zum Beispiel. Ja, oder bei Wirtschaftssimulationen. Oder bei Adventures oder bei Rollenspielen. Ich glaube, das Problem ist bei jedem Spiel so. Genau, das meinte ich damit. Ja, aber wie gesagt, so eine virtuelle Spedition, die kein wirkliches Zusammenspiel ermöglicht. Ja gut, ich muss eigentlich sagen, der Adi hat das schon ganz gut gemacht eigentlich. Ja, und er hat sich auf die Seite gelegt. Wer, Adi? Nee, der Typ. Ja, aber wie gesagt, er hat das schon ganz gut gemacht so. Das war schon eine gute Idee von ihm. Er hat es ein bisschen anders gemacht als die ganzen anderen. Ja, ich würde es ja verstehen, wenn du jetzt die Touren zugewiesen kriegst und der sagt, du musst das und das fahren, aber so als Subunternehmer. Ja. Weiß und nicht. Wirklich, das, was Freddy kann das ja nochmal erzählen, was bei ihm früher mal bei ihm in einem älteren Spiel war, wo du dann wirklich die Touren fest vorgegeben gekriegt hast, dann kann ich das ja auch noch irgendwie nachvollziehen. Die haben ihre eigenen Touren in der SCS-Dingens, die haben ein eigenes Modpack gemacht und die haben die Touren klar definiert. Das heißt, die konnten vorab sagen, wenn du jetzt da und dahin fährst und die Tour annimmst, was dann als nächstes kommt. Also das wussten die direkt auf Anhieb. Das hat natürlich da gab es halt wirklich nur Disponenten, die dann, also es waren halt nur Leute da für Disposition, die halt alles zugewiesen haben. Und du musstest dann 4 Touren fahren. Schön mit Screenshot und so weiter alles nachweisen, dass es gefahren bist. Und dann wurden dir halt auch neue Touren zugewiesen. Dann wurde halt geguckt, wie viel hast du da verdient und so weiter. Und am Ende des Monats hast du halt dein Gehalt bekommen. Und wenn du dann Lust hattest, irgendwie dein LKW modifizieren zu lassen mit 3D-Objekten wie Laptop oder sowas oder Lampenbügel oder ach, was weiß ich nicht noch alles, dann hast du das Ding virtuell abgegeben, hast den Auftrag halt abgegeben und hast ihm gesagt, du willst den Display da drin haben. Hat das halt so und so lange gedauert und dann durftest du die Zeit auch im ETS nicht fahren. Das heißt, du hattest dann mal eine Woche Urlaub. Hast du richtig real gemacht. Und nach einer Woche hast du das Ding dann zurückgeschickt bekommen und dann hattest du den Lappy drin. Ja. Du redest also das könnte ich ja dann auch wieder verstehen. Delta Logistik redest du nicht zufällig gerade, ne? War mir das sehr bekannt für Ich weiß nicht, wie das damals mal hieß.
Also ich war ganz kurz in einer, bevor ich dann zur Adi war. Die hieß Delta Logistics. Die haben das war aber eure Truck 1. Aufpass. Ja. Du redest aber jetzt wahrscheinlich vom 2. Ist das, glaube ich, nicht möglich. Oder ich kenne keinen, der das macht. War das ETS also keine Trends? ETS Trends? Ne, die haben das erst so gemacht mit Fotografieren, wo du gerade bist. Was du vorher erfahren hast. Genau, genau. Ja, aber aufpassen, ich glaube, Lord, du redest nur ETS 2 und Freddy rennt vom 1. Ah, so. Ja, das. Boah, und da ist ein LKW neben mir. Jawoll. Glückwunsch. Das war jetzt Absicht, dass der hier von der Scheiße. Wer hat hier eine Ampel gestellt? Der Mapper. Du meinst, die Europa-Mapper haben eine Ampel hier angeknallt? Ja, auf jeden Fall. Fahr zu, es ist grün. Mann. Das heißt aber, dass dann dieser Mod aber auch speziell zugeschnitten auf den LKW gepasst hat. Naja, die hatten ja eigene Lackierung, eigene Hänger, alles. Weil du hast ja heutzutage ja 50.000 verschiedene Mods, ne? Naja, nee, die haben alles zusammengepackt. Aber ich glaube, im Einzel war sie auch nicht so wirklich. Die Modding-Community war da zwar schon vorhanden, aber nicht so wie im Zweier jetzt. Das stimmt auch wieder. Da gab es nicht so viele. Ja, und wie gesagt, wie Freddy ja eben schon sagte, wenn da einer von dem Programmierer von SCS dabei war oder von der Firma SCS dabei war, da hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Yay, 62.000 Euro Reparaturkosten. Schön, kommt Freude auf. Wie viel? Voll, 62.000. Dann gib doch die Tour ab. Also, ist billiger. Also ganz ehrlich, ups, falsch, ne? Wenn ich jetzt gucke, der Hänger hat 12%, kann ich einen Auftrag auf abbrechen und 12.000 Euro Strafe zahlen. Tut mir jetzt auch nicht weh. Hast du einen eigenen Truck? Ja, ja. Ach so, okay. Ja, dann bleibt die Reparatur Kosten ja trotzdem bei ihm. Ja, dann ist natürlich klar. Ja. Also dank den Russen und Polen und was weiß ich nicht alles, was hier noch so rumfährt, hab ich schon knapp 400.000 Euro im Sand gekloppt. Also das muss ich sagen, alleine deshalb hätte ich auf diesen Multiplayer schon kein Interesse oder keine Lust drauf. Ach, schon mal, ich wollte mal reingucken. Ja. Muss ich sagen, da würde ich mich viel zu viel drüber ärgern. Das kann ich nachvollziehen, das. Ja, das ist schon klar. Ja. Also aber wenn ich sowas fahre, möchte ich es auch halbwegs vernünftig fahren. Und nicht andauernd durch die Schuld von anderen oder weil sie nicht fahren können oder mit Absicht meine Fracht immer wieder beschädigt zu haben. Ja, also in der Stadt hast du keine Kollision, das heißt, du kannst einfach durch die durchfahren. Aber, oh, geringer Luftdruck, super. Ah, ups, England, stimmt ja. Diese war auch schon woanders, dass man gucken muss, dass das gar nicht so 100 Pro ist, ne? Mit der Kollision. Mhm. Und ich hätte jetzt abbiegen müssen. Sehr schön. Glückwunsch. Bist du gerade ausgefahren? Ja, aber ich fahre ja halt ohne Navi im Moment. Ach so. Also. Ich meine, dass du wieder gegen irgendwelche unsichtbaren Wände knallst. Na. Glückwunsch. So. Ich fahrt ja auch alle, wie ihr wollt. Umdreht. Geht schon. Aber ich denke, dass viele sich darauf auch was überlegen, so ungefähr. Virtuelle Speditionen mit dem Multiplayer, immer haben sich viele bestimmt Gedanken. Ja, natürlich. Wenn der mal laufen sollte, vernünftig. Wenn? Da ja, kann wenn. Man was machen. Oh, da Motorrad. Ein Motorrad. Ja, ja, ich hätte vorne schon abbiegen müssen. Vom Jim Jesse, der fährt ab und zu im Motorrad rum, so dieser Kerl. Oberkörper frei und... Ja, ganz cool. Cool. Dem Kerl hätten sie auch schon was längst anziehen können, ne? Armer Kerl. Motorrad schon mal gefahren bist, ja? Wie dann ohne Helm fahren willst, weiß ich nicht, ja? Ja. Mir hat schon beim Roller genügt, dass wir dieser Wind, der da um die Ohren fliegt, ne? Ja, nur die Harten kommen nicht. Ja, da. Und dann auch noch die Viecher, die da auch noch ab und zu geflogen kommen. Naja, woran erkennst du einen freundlichen Motorradfahrer an den Mücken zwischen den Zähnen? Schon klar. Ja, genau. Ungefähr, Schatz, ich komme Mittagessen nach Hause. Ich habe schon gegessen, danke. Jedenfalls.
Komisch, wenn mein Fahrer müde wird, ich habe nie in der Nähe irgendwo einen Rastplatz oder so. Nur so. Irgendwoher kenne ich das. Ja. Scheiß Dispo. Ja. Ja, Planung ist alles und nicht planen ist besser. Ja, müsstest du ja theoretisch ja auch haben, bei der, wenn du eine richtige Spedition machst. Genau, da müssten die Fahrten auch richtig ausgerechnet sein. Ja, dann gehst du dann parken und so, ja. Ja. Ah, ich hab gerade hier einen schönen Sonnenuntergang, hervorragend. Ah, die reden wieder auf Kyrillisch im Chat. Sehr schön. Sind wir hier in Deutschland oder sind wir hier in Kyrillska? Ja, die haben ja nur internationale Server, wo alles draufgeschmissen wird. Ja, wo sich jetzt gerade. Wie das rauskommt, wo alles draufgeschmissen wird. 2497 Spieler befinden. Ja. Und da haben wir gerade nahtlos das Thema gewechselt. So wie immer. Ja, das können wir am besten. Wenn wir sonst nichts können, aber das können wir. Themen nicht durchziehen. Themen überleben nicht lange hier. Ja. Wo waren wir stehen mit dem? Also, ich bin das gewöhnt von mir. Ja. Ich springe auch immer in den Themen. Ja, stimmt. Hey. Aber macht es eine Gewohnheit. Aber da halte ich mich über zwei, drei Sachen und irgendwo bleibe ich hängen. Ja. Oh, war ja. Und also, der mich dann kennt im Real Life, ist es genau selber. Quavo. Der weiß ja genau, man muss eine Weile zuhören bei dem Kerl, dann weiß man, wovon er redet. Von einem Thema. Wie behindert das aussieht, wenn man mit Tastatur fährt. Wieso? Hast du Webcam an oder was? Nee, ich tipp gerade mal so ein bisschen A, E, A, D. Das Lenkrad ist sofort voll eingeschlagen. Ja, das muss man bringen. Das müsste gerade doch noch lieber. Das ist halt die Profi-Steuerung, Freddy. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja Let's Player, die sagen so, oh, das ist mir zu Profi, ich fahre nicht mit Lenkrad, ich fahre lieber mit Tastatur um. Ich wusste, dass das kommt, ich wusste. Pass da auf, wenn derjenige mal hier zu Besuch kommt, gibt's Hau. Oh. Der kommt nicht vorbei, glaube ich. Die Chance besteht nicht. Da hat er keine Zeit für. Oh, armer Kerl. Oh, echt jetzt. Wär's doch mal, genau, damit er dann das Korn genommen. Ne? Darf er Rede und Antwort stehen, weil er kriegt ein Interview. Ja, Leute, ihr hört, wir haben ein neues Thema, Herr Alf. Hervorragend, ja, ja. Der heißt einer im Spiel Dr. Flashbang. Naja, bitte, gönnt sich sonst nix. Ja. Fahr mal hier auf die Rampe drauf, bleib jetzt hier einfach stehen. So. Ist halt auch die Frage, ob sich mit diesem Multiplayer viel für ETS 2 tun wird nochmal. Ja. Ja. Ist möglich. Ach, ist ja schon relativ alt. Ah. Wieso fährst du nicht weiter? Mann, ich krieg die Bande geschnappt. Ja, nicht du. Der Opel vor mir. Achso. Dem ich gerade reingekommen bin. Das Schlimme ist, ich muss gleich schon mal die Playstation anschmeißen, weil ich dann noch weiter aufnehmen muss. Aha. Was steht denn bei dir? Gran Turismo wahrscheinlich. Achso. Aber wir können uns ja alle langsam schon mal am Parkplatz suchen, gell? Wir haben noch eine Minute. Ah, bei mir kommt gerade der Mautstation, das passt. Bei mir kommt gerade gar nichts. Ja, hast du noch 50 Sekunden Zeit. Das Ziel kommt. Wie viele Spieler sind denn hier gerade? Ach du Scheiße. Boah. Da hauen die aber auch rein. Also mindestens 30 Spieler sind hier. Mal gucken, vielleicht kann ich ja meine Fracht sogar noch abgeben. Wenn die Schnarchneisen hier vorne mal fahren würden. 39 Euro. Ich stehe am Standstreifen. Ich hänge gerade meinen neuen Trailer für die nächste Folge an und dann haben wir's. So, dann mache ich's dran. Und jetzt. Ich hab noch eine Meile. Ja, Pech.
So. Also ich stehe. Ich nicht. Ich auch. Komm mal etwas Geduld, ja? Ja, ja, kein Thema. Ach, Geduld? Ja. Was ist das? An die Bremse anziehen. Die Aussicht bewundern. Ja, ich kann meinen Zuschauern nochmal meinen Truck zeigen, den Tandem. So, da ist mein Abgabepunkt. Oh, zu, du Pfeife, ich muss hier rein. Oh, da fährt ein Lok spazieren. Eine was? Eine Lok? Mhm, naja, wenn jemand einen Lok spazieren hat, wenn er die halt oben drauf hat, kannst du ja mit diesen schönen neuen Traffic schön Verkehrsminister spielen. Die KI so bunt rumfährt. Oh, nicht schlecht. So, Lord, wie schaut's aus? Ja. Gut, Moment. Schöne Landschaftsaufnahmen. Nein, das war jetzt. Haben wir's. Fertig. Gut, dann fange ich schon mal an und sag, oder ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Ade. Schön mit Ö. Ja, Lord. So, ich wünsche allen auch ein schönes Wochenende. Genau wie Dorsi und macht's mal schön gut. Freddy. Auf Wiedersehen. Jo, und er ist auch noch über die Rampe gesprungen. Geiles Ende. Jo, ja, Babelhannes. Hier freue ich mich irgendwie. Babelhannes? Jo, hallo. Okay. Macht's gut. Tschüss. Ja, und ich bedanke mich bei allen, bei euch Vieren fürs Dabeisein. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.